Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tainted Grail. Letztes Mal haben wir uns mit den Kultisten angelegt und wollten einfach kein Ohr opfern, also keins unserer Ohren. Jetzt müssen wir die dafür bekämpfen. Das wird ein Spaß werden. Wir haben zwei Heiler und drei Angreifer. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst... Machen wir das hier. Machen wir das hier. Verdopple die nächstgespielte Karte. Machen wir mal das hier. Und das hier. Also wir blocken jetzt quasi zwei Angriffe. Das müssten seine hier sein. Und das war es dann auch schon. Ich verstehe die Karte nicht so ganz. Wir haben also... Achso, doch, wir haben Schaden bekommen, weil wir jetzt hier die Barriere quasi ist komplett aufgebraucht. Das ist ja ein Spaß. Das ist ja richtig spaßig. Okay, wir machen mal das hier. Überkopfschwung. Wir können einen Gegner betäuben. Da würde ich doch sagen, nehmen wir mal ihn hier. Wir können einen blocken. Und wir können einen angreifen. Da würde ich doch sagen, nehmen wir vielleicht mal den Heiler. So, und wir können ihm jetzt nochmal 22 bis 51 Schaden machen. Das sparen wir uns aber mal. Sagen wir, da reichen jetzt mal gerade nichts. Ja, wir hätten uns nicht mit den Kultisten anlegen sollen. Ich glaube, wir sind jetzt tot. Ja, what the fuck. Eieiei. Okay, wir können einen betäuben. Doppeltes Blocken. Das hier. Eieieiei. Wir versuchen mal einen auszuschalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie das gehen soll, aber na, den könnten wir ausschalten. Aber die machen ja trotzdem 45 Schaden und damit müsste ich dann tot sein, nicht wahr? Ah ne, warte mal, wir blocken ja nochmal. Na, einer kommt durch. Ihr Schnitzel. Füge einen Treffer zu, verursache 10% mehr Schaden. So, jetzt haben wir wieder 5 mal, 5 mal, 5 mal, also quasi 15 Angriffe. Blocken ist da doof. Das macht 15, das macht 30, das macht 45. Und dann sind wir aber tot, sage ich euch aber. Dann sind wir aber tot. Wir können einmal blocken. Was haben wir denn hier? Blocke die nächsten einerlitten Schaden. Wir blocken den auch nochmal. Dann haben wir zwei. Zweimal geblockt. Also 10. 15, 20, immer noch 35 Schaden. Wir werden immer noch drauf gehen, wenn wir nicht irgendeinen erledigen. Den hier könnten wir erledigen. Dann spielen wir diese Karte. Spielen diese Karte hier. Und versuchen ihn zu erledigen. Oh, warte mal, das ist der Heiler. Okay, das heißt, wir sind trotzdem tot. Okay. Within the darkness, you hear a familiar voice. Finally, now we can start the cycle of proper rebirth. A different voice appears out of nowhere, and its owner is nowhere to be seen. Be gone. It is calm, inhumanly calm. Can I invite you to the table? You see a hooded figure waiting for you by the table. A chessboard sits upon it, the game in progress. As you take the free chair, you realize the creature has no face. A white skull leers from the shadows of the hood, a human skeleton draped with robes. I admit, I'm not used to showing up in person whenever people die. That's too much hassle. With adjusting my presence to your current imaginations and whatnot. But let's say that your case is special. Ich bin tot. Du bist tot. Als ich tot bin, ist mir klar, ne? Du bist der Tod. Machen wir das mal. Yes. And yes to that other question, too. You're technically dead. But there are certain things that prevent you from, let's say, being
properly gone. Recent events had consequences going beyond the intentions that sparked them. And now we're stuck in this unfortunate predicament because time, as you know it, is irreversibly corrupted. Die Zeit wurde verdorben. Machen wir nochmal das hier. Ich glaube, das müssen wir machen und das können wir machen. One king commanded a great army in order to conquer an island. Another king pushed back with an army of his own. One wizard wanted to beat back powers he didn't understand. And the creatures of this island fought against them, using magic that wasn't meant to be used. You realize the pieces have reached a stalemate. Die Zeit wurde verdorben. The past and the future are happening at the same time. All that you see is an echo of things that already happened or eventually will. Presented without inherent sense, without purpose, without any logic. You see four figures on the board changing shapes into forms of beasts, and a moment later, they dissolve into dust. You must slay the guardians and keep slaying them until you reach the source, conjuring them out of the weirdness. Their deaths will make you stronger. This will lead you to your destination. Interessant, das ist dann der Hochleitteil. Laufe können zwar verloren gehen, aber ein Teil der gesammelten Macht verwandelt sich in neue Möglichkeiten für die kommenden Versuche. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. 94.000 haben wir. Punktzahl, getötete Gegner 57, abgeschlossene Ziele 4. Freigeschaltete Tagebucheinträge. Na gut, was haben wir dann hier? Das können wir jetzt nicht sehen. 94.000. Das rechnet mal jemand nach, ob das auch stimmt. Schwierigkeit 1. Belohnungen freigeschaltet. Diese Karten und passiven Fertigkeiten werden während deiner Läufe verfügbar. Kosmetische Gegenstände werden deiner Garderobe hinzugefügt. Zugriff über die Schneiderin, die wir noch nicht haben. Okay. Zwei Karten auf deiner Hand verbrauchen zwar Energie weniger. Ja. Füge zufälligen Gegnern zwei Treffer zu, die 75% Schaden verursachen. Jeder Treffer senkt den Energieverbrauch einer zufälligen Karte auf deiner Hand um 1. Füge allen Gegnern einen Treffer zu, der 50% Schaden. Betäube alle Gegner, bringe die nächsten zwei Runden lang 30 Rüstung dar. Da bringen nur selbst zugefügte Verringerungen von Ressourcen oder Werten. Okay. Aber wir machen einen Treffer, wir betäuben alle, das klingt doch super. Achso, warte mal, wir kriegen auch offensichtlich alle drei. Okay, alles klar. Das sind die kosmetischen Dinge, ja? Ne, das sind die passiven. Ergänze deine ultimative Fertigkeit um Aufspalten. Füg 20% des Schadens allen anderen Gegnern zu. Oh, krassi. Ergänze deine ultimative Fertigkeit um Aufspalten. Alter, ja, dich will ich. Erhöhe zu Beginn jeder Runde deinen Schaden bis zum Ende des Kampfes. Nein, die will ich. Also gut, die will ich auch, aber... Naja, gut. Neue Klasse, Beschwörer. Okay. So, jetzt gibt es noch mehr Belohnungen hier. Füge einen Treffer zu, der 175% Schaden verursacht. Ist der Gegner betäubt, verdreifacht sich der Schaden. Nice. Füge einen Treffer zu, der 200% Schaden verursacht. Jeder von dieser Karte getötete Gegner erhöht ihren Schaden um 10%. Füge einen Treffer zu, verliere aber 10 TP. Ah, das heiße Eisen wollen wir jetzt nicht. Oh, wow. Spielfortschritt. Das sind deine wichtigsten Ziele im Spiel, denn sie dienen dazu, das Ende freizuschalten. Okay, angeworbene Dorfbewohner. Finde alle Leute, die sich in deinem Dorf niederlassen können und wirb sie an. 27, den wahren Boss... Kampf finden. Es gibt einen geheimen Bosskampf, den du freischalten kannst. Und vor der Verdorbenheit gerettete Seelen 13. Schließe die Quests aller NPCs ab, die vor der Verdorbenheit gerettet werden können. Du kannst auf der nächsten Seite
oder in einem Tag überprüfen, wenn du bereits gefunden gekriegt hast. Okay. Anklicken kann man hier nichts. Ah ja. Das sind meine passiven Fertigkeiten. Das hier sind die NPCs. 2 von 7 haben wir schon gerettet. Ne, entdeckt. Gerettet haben wir keine. Das ist dann die Quests von denen machen, ja. Zu rettende Charaktere. Den Floristen, den betagten Bogenschützen und den suchenden Reisenden. Okay. Wahnsinnige Kultisten. Okay, die haben uns jetzt umgebracht. Davon halten wir uns fern. Und der Ziegenbock. Ja. Ist wie immer. Entdeckte Orte. Plattner. Also ich sag mal, bis jetzt haben wir eigentlich gute Erfahrungen mit allen gemacht. Ja. Das sind meine Karten, ne? Na gut. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Du kannst entweder für immer hier bleiben oder tiefer in die Wildnis eindringen, um ihre Geheimnisse zu lüften. Ruh dich aus, von vorn beginnen. Eine Pause machen. Von vorn beginnen, oder? Wähle einen Segen für deinen nächsten Lauf. Ich brauche keinen Segen. Mit 20 Max TP mehr beginnen. Mit 2 zusätzlichen Heiltränken beginnen. Mit 2 zusätzlichen Wirtkerzen beginnen. Bei den Wirtkerzen wissen Sie noch nicht genau, was die machen. Was ist, wenn die auslaufen? Ich würde mal mit 20 mehr TP beginnen. Schauen wir doch mal, oder? Wir fangen wieder mit dem Wirtjäger an. Wohl, warte mal. Wir hatten noch, hier vorne ist noch der Beschwörer freigeschaltet. Diese Klasse wird im Laufe des Spiels freigeschaltet. Wir bleiben bei dem, warum auch nicht. Ich fand den ganz gut. Schwierigkeit 1. Mehr Details, 100% Gesamtpunktzahl. Einfache Kämpfe, einfache Gegner, einfache... Alles sehr kompliziert hier. Sehr schwer. Es war mir gar nicht klar, dass man das ändern kann. Naja, gut. Ich wollte euch ja eigentlich nur einen Lauf zeigen, aber jetzt stecken wir noch am Anfang sozusagen des zweiten Laufs. Und ich finde, da können wir ruhig mal gucken, was haben wir denn jetzt, was können wir jetzt behalten und was nicht. Schau mal an. Da ist der Schmied immer noch. Genau. Was haben wir denn sonst noch? Also wir haben 100 und 51, das ist sozusagen ganz okay. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich hier keinen mehr. Warte mal, haben wir den Charakterbogen? Mal ganz kurz hier rausgehen. Held. Ja, wir fangen wieder bei Stufe 1 an. Was haben wir hier? Den scheußlichen Strauß haben wir. Die Wirtkerzen, die Heiltränke. Währungen im Besitz. Also das behalten wir scheinbar. Das Gold haben wir abgegeben. Die Runensteine haben wir abgegeben. Das ist natürlich bitter. Die Quests behalten wir auch noch. Und beim Stapel sind wir auch wieder auf 0. Alles klar. Also schade, aber naja, gut. Das bedeutet im Grunde genommen... Oh, das warte mal, das bedeutet, wir müssen auch nochmal neu starten, ne? Also das heißt, wir müssen jetzt die erste Bestie wieder erledigen. Na gut, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Gucken wir uns das Ganze doch mal an, von links nach rechts. Also ich versuche sowas gerne im Uhrzeigersinn zu machen. Komm. Sieht jetzt nicht so gesund aus. Hm? Aber dann wissen wir zumindest ein bisschen, was wir hier so kriegen. Der Gegner bereitet einen Spezialangriff vor. Das ist ja schön für dich. In der Zwischenzeit würde ich sagen, greife ich dich an. 2 Runden lang bist du tot, wenn du den Spezialangriff fertig hast. Verursache in dieser Runde 20% Schaden. Ja, nehmen wir doch. Kleine Einmalschläge. So, da haben wir ihn alle. So, gucken wir mal. Füge einem zufälligen... füge einen Treffer zu, der 550% Schaden verursacht und Aufspalten hat. Ja, den hätten wir gerne. Nein. Betäube einen zufälligen Gegner.
Nein, wir bleiben mal bei den 550. Damit können wir richtig große Leute platt machen. Ergänze deine ultimative Fertigkeit um Aufspalten. Das finde ich super. Die erste in jedem Kampf gespielte Karte. Nee, jedes Mal, wenn du einen Gegner einem Treffer zufügst, erhöht sich deine Rüstung dieser Runde um 7. Wir nehmen Aufspalten. Das heißt, da fallen dann rechts und links auch nochmal Schläge für die anderen ab. Das ist doch super. Ich bin aber geneigt zu sprinten, geht aber hier nicht. Guten Tag. Einer greift an. Da würde ich sagen, den blocken wir gleich erstmal weg. Er ist natürlich jetzt ein bisschen blöde, weil ich natürlich... wir hätten auch das direkt machen können. Naja, gut. Weil ich natürlich geneigt bin, mich an die anderen Karten zu gewöhnen, die ich gerade hatte. Auch an denen, nach jeder Runde mache ich 4 Schaden oder so. Das muss man ja natürlich jetzt im Kopf wieder resetten. Oh, was haben wir da? Noch ein Totem? Silencia? Keinerlei Heilung mehr möglich. Entschuldigung, bist du die Frau, die ich suche? Schlammtotem. Das ist bestimmt was anderes. Ich habe meine Karten auch abgegeben. Auch etwas ungünstig. 1, 2. Ich müsste... den wegmachen, ne? Kriege ich das hin? Ich denke nicht. Ja, wir gehen für Schaden vermeiden. Was haben wir hier? Verringere den Schaden aller Gegner in dieser Runde um 10%. Wenn nicht, verlierst du eine Energie. Also ich frage, ob ich die jetzt verlieren will oder nächste Runde, ne? Ist doch, darauf kommst du ran. Ich nehme mal dieses Blocken. Das vergesse ich halt immer zu machen, das sollte ich mal tun. Was machen die eigentlich? Der Gegner hat die Absicht, eine Schwächung durchzuführen. Die schwächen meine Rüstung. Na gut, solange ich hier keinen Schaden kriege, alles easy. Wir blocken zweimal. Haben wir den Schaden nämlich schon mal weg. Mehr können wir nicht machen, sagst du. Ja, das lohnt nicht. Ah, ich vermisse das wirklich, dass man da drauf schlägt. So, ne, das gleiche nochmal. Und versuch so mit den kleinen Schlägen. Okay, die reduzieren die Rüstung noch viel mehr. Okay, alles klar. So, jetzt haben wir wieder zweimal. Die kann ich nicht beide wegmachen, ne? Das wird nicht gehen. Den könnten wir wegmachen. Ja, den machen wir weg. Und alle anderen kriegen auch Schaden. So, die... Oh, warte mal, der haut jetzt auch zu. Oh, das habe ich aber nicht kommen sehen. Ach, schade, schade. Ja, 40 Schaden. Alter Verwalter. Okay, ich würde sagen, dann machen wir das hier nochmal, wa? Okay, jetzt machen wir den weg. Eieiei. Okay, das war schon ein bisschen herausfordernder. Wir brauchen halt erstmal ein paar schicke Karten, ne? So, hier. Heißes Eisen haben wir gesagt, nehmen wir nicht. Dann verlieren wir einfach 10%. Füge 2 Treffer zu, der 100% verursacht und doppelter Angriff. Das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Erhalte 2 Runden lang 2 Rüstung. Aufwertung, falls du diese Karte benutzt, wenn du über weniger als 25 DP, also 30, verfügst, verlängert sich deine Wirkung um eine Runde.
Wir nehmen die Angriffskarte. So. Oh, he holds one weapon in his hand and has one weapon on his back. This strikes you as a bit excessive, unless he's a traveling weaponsmith. The blood covering his leather jerkin is not his own. It seems he can take care of himself. Before you get any stupid ideas, I used to be a master at arms at Halfway. Trained many young warriors there. If you've gold to spare, I could teach you a thing or two. Eine neue Fertigkeit erlernen. Eine von drei Karten erhalten. Oder eine Karte aus deinem Deck entfernen. Erfordert 100. Ne, dann nehmen wir eine. Wir haben ja noch, sind ja noch am Anfang, ne? So, Ziel 4 Karten. Das ist. Puh. Atem anhalten. Das klingt gut. Füge einen Treffer zu, der 200% Schaden verursacht. Karten, die dauerhaft stärker werden, wenn sie unter bestimmten Bedingungen benutzt werden. Ah, interessant. Aber damit muss ich dann einen töten. Das ist ein bisschen schwierig. Dann gehe ich mal für diese Karte hier. Und wir verlassen den Wanderer und gehen da hinten weiter. Hier gibt es noch mal ein paar Kämpfe. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer dahinter steht. So, was sind das denn für Eimer? Ewiger Diener. Dieser Untote ist Sklave der dunklen Kräfte des Königs. Alle seine Treffer heilen seinen Meister. Oh, wow. 3x3. Alter, okay. Blocken wir wohl einmal, sagst du? Den hier. Ne, warte mal, wir verdoppeln das. Nicht nur wegen dem Schaden, weil er dann nämlich zweimal. Ne? Oh, tatsächlich nicht. Verdoppelt nur den Schaden, aber nicht die Reduktion der, der Rüstung. Oh, das ist natürlich nicht gut. So, die machen jetzt beides 22. Das ist natürlich. Eine Karte auf deiner Hand verbraucht. Ich habe einen Gegner deiner Wahl. Ja, den hier. Und einmal blocken wir. Und wir verringern seine Rüstung wieder. Bis zum Ende des Kampfes stand da. Verringert um 20, erhöht um 10, zwei Runden lang. Okay. Auch gut zu wissen, das macht hier offensichtlich keinen Sinn, was wir hier vorhaben. Ne? Das macht offensichtlich keinen Sinn. Dann würde ich doch sagen, machen wir den hier mal weg, oder? Okay, jetzt haben wir den quasi. Das ist ja ungünstig. Also ich sag mal, der Lauf endet jetzt relativ zügig, oder? Was? Der hat jetzt gerade seinen Meister gehauen. Ist ja interessant. Okay. Wir sollten zweimal betäuben oder sowas. Oder auch nicht. Eieieiei, ach du heilige Bumbam. Können wir den irgendwie erledigen? Ne, können wir nicht. Dann sind wir jetzt tot, oder? Könnten natürlich hier nochmal so einen Heiltrank nehmen. Tot sind wir dann nicht, aber sagen wir mal, es geht uns nicht gut.
19 Schaden müssen wir dem machen. Irgendwie. Was ist denn das jetzt hier? Gegner beabsichtigt einen Angriff auf den eigenen Verbündeten und eine Schwächung. Das hören wir doch gerne. Aber wir sind schon wieder tot gleich, oder? Das ist ja verrückter Kack. Eieiei, also gut, das ist jetzt hier aber wirklich, sagen wir mal, eher schwierig hier. Ne? Schwierige kleine neue Runde. Einmal 10 zu blocken und die Tür hier. Schädelknacker. Mal. Ja, wir sind so oder so tot, ne? Dreimal, das sind 30. Na, tot sind wir nicht, aber. Der macht dem 40. Und der heilt den nur 22. Anhalten. Große Reichweite. Das, ja, wir werden das nicht überleben. Das ist leider das Problem. Da sehe ich mich jetzt auch gerade nicht, wie ich das hätte lösen können. Defeat. Die kürzeste Runde der Welt. Aber ich sag mal so, in das Format passt es vielleicht rein. Eieieiei. 13 Tagebucheinträge. Was ist denn das jetzt hier? Fortfahren. Belohnung freischalten. Angewandte Kraft erhalte für jeden verfehlten Treffer eine ultimative Ladung. Wenn du in einer Runde das erste Mal verwundbar anwendest, verringerst du... Naja, wir können ja beides nehmen. Oder wir müssen ja beides nehmen, von daher egal. So, hier hat sich nicht viel getan. Und das ist das Gleiche. Und ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir machen eine Pause und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Ist ein kleines Angespiel quasi von einigen Folgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen Einblick in dieses Spiel bekommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen, aber ich werde jetzt erstmal duschen gehen. Und wir sehen uns bestimmt in einem anderen Format, in einem anderen Spiel nochmal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall und für alle Daumen nach oben und alle Kommentare, die ihr so gelassen habt. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.